Servus, Glück auf und herzlich willkommen zum weiteren FC Bayern Talk zum 15. Bundesliga-Spieltag auf Schalke 2:0. Arbeitssieg will ich gar nicht sagen. Pflicht erfüllt, würde ich sagen. Das trifft es am besten. Ja, am Ende des Tages gibt der Erfolg den Nagelsmann recht. Ich fange mal direkt hier ein bisschen kritischer an. Verstanden habe ich die erste halbe 35 Minuten gar nicht. Und auch, dass wir dann genauso aus der Halbzeit gekommen sind, habe ich nicht wirklich verstanden. Worauf will ich damit hinaus? Warum spielt ein Kimmich aber immer Rechtsverteidiger? Warum spielt ein Musiala auf der 8, beziehungsweise teilweise auf der 6? I don't know. Was ist der Grund? Was ist der Gedanke dahinter? Also wir haben heute irgendwie 3 oder 4 Spieler verschoben und haben uns unsere eigenen Stärken beraubt, nur um was zu tun. Ich weiß es nicht. Dass ein Coman auf dem Platz stehen kann, dass ein Sané auf dem Platz stehen kann. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht verstanden. Vielleicht hat es einer von euch verstanden. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe es nicht verstanden. Ich meine, am Ende des Tages ist es gut gegangen, aber machen wir uns das nichts vor. Sind wir mal ehrlich, die erste halbe Stunde war absolut totenlangweilig. Ich habe mich selten so gelangweilt bei einem Spiel von unserem Verein. Muss ich einfach mal knallhart so sagen. Also, wir haben nicht eine Torchance gehabt. Nach vorne war das null, absolut null. Es war alles Mittelfeldgeplänkel. Ich meine, die Schalke haben es auch respektabel gemacht, keine Frage. Aber wenn ein Musiala auf der 6 rumsteht, ja, und Kimmich auf rechter Verteidiger, ist klar, dass uns auf jeden Fall im zentralen Mittelfeld etwas fehlt. Goretzka war völlig überfordert, so in beide Richtungen, nach vorne, nach hinten, hat da kaum stattgefunden. Also, I don't know, was... Ich meine, wenn du den Kimmich schon da wegziehst, dann stell da einen Sabitzer hin als klaren Sechser und dann packen Musiala davor auf die 10. Oder meinetwegen dann davor auf die 8, so wie es dann ab der 35. Minute war. Wo er dann anscheinend irgendwie eine Anweisung vom Nagelsmann kam, dass er mal gesagt hat, Jamal, du gehst jetzt mal klar auf die 8 und Goretzka auf die 6. Was da ein bisschen besser war, wo sich dann Goretzka auch nicht wirklich dran gehalten hat. So Positionstreue ist nicht so seins, glaube ich. Dennoch, ich persönlich habe es nicht verstanden, wo der Sinn dahinter ist. I don't know. Erklärt es mir. Wo ich die Ausstellung gesehen habe vorm Spiel, dachte ich, jo, alles klar, spielen wir mit Dreierkette. Schön. Endlich mal wieder ein bisschen frischer Wind. Warum nicht? Kann man mal machen. Ja. Scheiße war es. Steht ein Kimmich hinten rechts. Und ich denke, man hat gesehen, wie verschenkt er einfach auf dieser Position ist. Ja? Wie verschenkt. Dasselbe mit Musiala. Ich meine, Musiala hat es noch gut gemacht. Ja? Defensiv war er stärker wie ein Goretzka. Da müssen wir uns ja wohl auch alle nichts vormachen. Und nach vorne hin hat er auch noch die besseren 10 gehabt. Und trotzdem war er da komplett verschenkt auf der Position. Ja. Mein Schalke hat es dann auch gut gemacht. Die haben die Mitte komplett dicht gemacht. Aber wo wir dann gesehen haben, wenn Musiala da steht, da spielen darf, die Freiräume hat, die Möglichkeiten hat nach vorne hin. Ja, da haben wir 30, 40 Minuten gesehen, zu was er fähig ist. Ja. Und das hat man die ersten 30 Minuten verschenkt. Dasselbe mit dem Kimmich. Ja, wir waren halt viel, viel sicherer in der Mitte. Wir haben Steilpässe in der Mitte gespielt, wir haben wieder in der Mitte angespielt, klatschen lassen, das war mit dem Goretzka gar nicht möglich. I don't know, habe ich nicht gesehen. Nichts gegen Leon, es ist einfach nicht seine Posi. Ja, er ist halt einfach kein Sechser. Er ist auch nicht der Spieler, der da das Spiel super, super aufbaut und sich zwischen die Innenverteidiger fallen lässt. Er ist halt einfach nicht der Spieler, der die Posi spielt, den Kimmich spielt. Ja? So, da will ich den Goretzka gar keinen Vorwurf machen, das ist einfach nicht seine Position. Deswegen sage ich ja, wir haben uns unsere eigenen Stärken beraubt, die ersten 30 Minuten. Auch danach noch, weil wir einen Goretzka dann irgendwie auf 6 und 8 da rumtun hatten. Also, weiß ich nicht. I don't know. Und ich fand es ein bisschen schwierig, dass Nagelsmann gut 30 Minuten gebraucht hat, um da mal gegen zu argumentieren. Ja? Ich meine, wir haben 30 Minuten nicht stattgefunden auf dem Platz. Das muss man mal so sagen. Ja, wir waren da, wir waren bemüht, aber nach vorne war das gar nichts. Ja? Weil einfach die Positionen nicht besetzt waren und einfach auch kein Spieler da war, der von hinten das Spiel aufgebaut hat. Ja? Das muss man mal ganz klar so sagen. Goretzka war damit völlig überfordert. Und
er war dann auch meistens gar nicht mehr da. Ne? Stand dann irgendwo vorne, stand sich auf den Füßen mit dem Sané in der Mitte rum. Keine Ahnung, fand ich sehr, sehr komisch. Nichtsdestotrotz hat es gereicht zum 2:0. Zweite Halbzeit war dann auch sehr ansehnlich, hat mir sehr gut gefallen. Aber erste Halbzeit war ein Graus, unser Spiel anzugucken, muss ich leider sagen. Und nochmal, ich sehe keinen Grund. Mats Rui saß auf der Bank. Wir haben ein paar VAR. Es saßen De Ligt auf der Bank. Es saßen Stanisic auf der Bank. Es saßen Sabitzer auf der Bank. Es ist ja nicht so, dass es keine Alternativen gab. Ich finde es schwierig, dass man, ja, weiß ich nicht. Weiß nicht, ob da irgendwelche Absprachen mit irgendwelchen Nationaltrainern stattgefunden haben. Ich weiß es nicht. Anders kann ich mir das nicht erklären. Warum sollte man die Formation so auseinanderreißen und sich seinen eigenen Stärken berauben, was die letzten Wochen so extrem geil geklappt hat? Ja. Ich verstehe es nicht. I don't know. Aber gut, sei es drum. Erste Halbzeit war dadurch totenlangweilig. Gut, die letzten 10 Minuten war es ein bisschen besser, habe ich ja schon gesagt, wo Jamal dann gesagt wurde, er soll ein bisschen vorm Goretzka spielen. Das hat dann auch ein paar Minuten ganz gut geklappt. Aber ein Goretzka hat sich das auch nicht wirklich bieten lassen, ist dann irgendwie immer auf gleicher Höhe rumgerannt. Da hatten wir gar keinen Sechser mehr. I don't know, weiß ich nicht. Fand ich schwierig. Fand es auch schwierig, dass ein Goretzka so reagiert hat, wie er reagiert hat, wo er ausgewechselt wurde. Finde ich ein bisschen respektlos seinen Teamkollegen gegenüber, wenn man vom Platz geht und so eine Pfanne zieht. Und finde ich nicht gut, sage ich euch ganz ehrlich. Hätte er jetzt die Mega-Weltklasse-Leistung gebracht, ja, würde ich das nachvollziehen können, hat er aber nicht. Keine Positionstreue gehabt, gerade erste Halbzeit. Ja, hat 2, 3 gute Aktionen gehabt, hat aber auch 80% schlechte Aktionen gehabt. Gerade erste Halbzeit, die Bälle in die Spitze, da waren 60% Fehlpässe dabei, was man gar nicht kennt aus der Mitte heraus bei uns. Er war einfach heillos überfordert, ja. Aber nochmal, da würde ich ihm gar nicht den Vorwurf machen. Das ist einfach nicht seine Posi. Dafür ist er auch nicht bekannt, dass er jetzt der super Aufbaustratege ist. Alles gut. Aber diese Reaktion, die man da zeigt, wenn man ausgewechselt wird in der, was war das? Lasst mich kurz nachgucken. 70. oder was? In der 72. Da tut er so, als wäre er der Mann des Spiels und muss jetzt leider rausgehen und Alter, ganz ehrlich. Ich meine, er hat dann zum Glück noch einigermaßen normal mit den Jungs abgeklatscht, die da kamen. Aber allein so eine Geste, was soll ein Sabitzer da denken, wenn er da an der Außenlinie steht und eingewechselt wird? Alter, der Wichser gönnt mir gar nichts, oder was? Wie soll man das auffassen? Finde ich respektlos einfach. Ja, kann er machen, wenn er ausgewechselt wird, auf der Bank sitzt, kann er meinetwegen, kann er in eine Tonne reintreten, wie es Cleansy gemacht hat. Aber bis man seinen Kollegen da am Auswechselrand die Hand gegeben hat und die angefeuert hat, hat man sich vernünftig zu benehmen, meiner Meinung nach. Gut. Zweite Halbzeit fand ich ein unterhaltsames Spiel. War gut anzusehen. Ja. Den Konter, den wir gefahren haben, war Weltklasse. Das Tor von Jamal war Weltklasse mit 3 Sternchen dahinter. Leider klares Abseits. Aber was der heute wieder gezaubert hat, alto Betty, das geht auf keine Kuhhaut. Also der hat 2 Torbeteiligungen in allen Spielen mehr wie Schalke Tore geschossen hat. Fairerweise muss man sagen, hätte Schalke vorne ein bisschen mehr als Terodde, vielleicht noch irgendwie so eine Art Zehner oder sowas, Räume wären heute genug da gewesen. Habe ich ja schon gesagt, gerade erste Halbzeit. Also weil ein Sechser, ja, war da nicht wirklich irgendwie zu sehen in den Räumen. War nicht sehr schwierig, aber gut. Ich meine, gut, gegen den Tabellenletzten kannst du das abmachen. Aber den Grund sehe ich trotzdem nicht. Ja, I don't know. Geht an mir vorbei, der Grund dafür. Gut, hauen wir uns mal die Statistiken in die Birne. Ballbesitz müsste 1 Million stehen eigentlich. Gerade erste 30 Minuten haben wir gefühlt 100% Ballbesitz gehabt, aber alles nur quer. Ja, alles, was nach vorne ging, ging ins Aus oder sonstiger Fehlpass vom Leon war schlecht einfach. Gut, 30-70, Abseits 1-1, Foul 7-4, Zweikämpfe 46-53, Schüsse aufs Tor 2-6, Schüsse insgesamt 7-21, Ecken 4-5. Angekommene Pässe 198, 593, Flanken 9-7. Ja, wir haben heute mal wieder ein paar Flanken geschlagen. Haben wir sonst ja gar nicht oder relativ wenig, sagen wir es mal so. War heute ein bisschen anders das Spiel.
I don't know why. Ich weiß es nicht. Um Kingsley irgendwie, weiß ich nicht, ihn ein bisschen aufzubauen oder was, da frage ich mich immer, für was? Für die WM? Was interessiert uns die WM? Wir sind Vereinsfußball, wir haben die Spiele zu gewinnen und wir haben es gewonnen, ist also alles gut gegangen, aber trotzdem, ich sehe den Grund nicht. Wobei ein King heute auf jeden Fall verbessert war im Gegensatz zu den letzten Spielen. Nichtsdestotrotz hat so der letzte Wille in den Zweikämpfen bei ihm auf jeden Fall gefehlt. Auch gerade bei den Sprints hat er ein, zwei Mal, wenn dann der Gegner da war, nicht wirklich richtig gegengehalten. Also das hat man schon noch gesehen. Und ja, es ist völlig okay, dass er Spielzeit braucht, um in Form zu kommen. Aber das nächste Bayern-Spiel ist am 20.01. Ja. Und dann wegen einem Spieler, wenn das der Grund sein sollte, drei Spieler auf eine Position zu stellen, wo sie 50% ihres Potenzials gar nicht abrufen können. Ja, nein, definitiv nein. Gut. Aber jetzt habe ich mich dazu auch schon mehr als einmal wiederholt, wa? Schüsse insgesamt, Gnabry 2, Choupo 2, Musiala 1, Torschussvorlagen, Musiala 2, Opa 2 Toren, 2 Kämpfe gewonnen, Opa 7, Musiala 6, Sané 4. Wenn Sané 4 gewonnen hat und das schon Platz 3 ist, ja, dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie viele ein Goretzka gewonnen hat als unser Sechser. Hut ab. Oder auch ein Pavard, der zweiter Innenverteidiger. Hut ab, obwohl der Pavard dann vielleicht gar nicht so viele Zweikämpfe geführt hat. Aber ein Goretzka hat schon einige Zweikämpfe geführt. Ballkontakte 123 Kimmich, 112 Pavard, 101 Upa. Fault worden, schenken wir uns wie immer. Ja, so viel zum Spiel. Ne? Wie gesagt, am Ende scheißegal, ich habe es im letzten Spiel schon gesagt. Scheißegal, Hauptsache wir gewinnen das Ding, das haben wir getan. Und der Mannschaft mache ich auch keinen Vorwurf, ich mache auch keinem Spieler irgendeinen Vorwurf, da gehen wir jetzt gleich nochmal drauf ein. Den einzigen Vorwurf, den ich machen kann, ist dem Trainerteam. Also nochmal, also. Was ist der Grund? Für so eine Rochade und dann noch einen Kimmich als rechten Verteidiger zu stellen, wo er völlig verschenkt ist, und einen Musiala als Sechser, wo er auch völlig verschenkt ist. Das haben wir heute gesehen. Ja, er hat es gut gemacht, ein Musiala. Auch ein Kimmich hat es ordentlich gemacht. Wo man auch gesehen hat, dass ein Kimmich nicht den Speed hat auf Außenbahn. Ja. Wurde da in der ersten Halbzeit aber nicht nur einmal überlaufen. Also immer noch, why? Warum macht man sowas? Geht in meine Birne nicht rein. Ich sehe aber keinen ersichtlichen Grund dafür. Aber vielleicht hören wir ihn noch in der Pressekonferenz oder sonst so. Oder ihr habt einen Grund dafür. Schreibt mir gerne Kommentare. Ich habe ja hier so ein paar Klugscheißer, die das immer alles besser wissen. Könnt das ja diesmal raushauen. Neuer habe ich ordentlich gesehen. Wie immer auf Schalke. Hat einen schlechten Pass gehabt. Einmal kurz vor Ende hat dieser Ding noch fast selber reinkullern lassen. Da. Ja, hat der Neuer immer gegen Schalke und Dortmund, da ist er immer ein bisschen nervös. Ist völlig normal, würde ich bei einer 3 sehen. Kimmich würde ich auch bei einer 3 sehen. Erste Halbzeit als Rechtsverteidiger. Ganz schwierig. Defensiv war es nicht so gut. Zweite Halbzeit, wo er noch Rechtsverteidiger gespielt hat, war es ganz ordentlich eigentlich. Hat er auch ein, zwei gute Flanken gemacht, hat auch hinterlaufen. Da hat es mir ganz gut gefallen. Luki hat mir gut gefallen, würde ich auch eine 3 attestieren. Opa hat mir sehr gut gefallen, würde ich eine 2 geben. Haben wir auch in den Zweikampfwerten gesehen. Hat es auch gegen Terodde gut gemacht. Pavard fand ich nicht so stark, würde ich eine schlechte 3 geben. Auch Sanmin Spiel heute wieder. Also immer dieses unzufriedene Fresse ziehen. Also weiß ich auch nicht, was der Typ ausstrahlt. Verstehe ich auch manchmal nicht. Ich weiß, vielleicht ist das einfach seine Art und Weise oder was. Eieiei, fand ich heute sehr schwierig. Hat mir auch nicht gut gefallen als Innenverteidiger. Da können wir froh sein, dass die Schalker nicht wirklich ein Offensivspiel hatten, muss man mal so sagen. Also auf jeden Fall Verbesserungspotenzial. Auch dann dieses Hochnäsige, wann war das? 15. Minute oder was? Wo er den Ball hinten annimmt und dann irgendwie 5-6 Mal hochhält dabei. Was soll so ein Spirenzis als Innenverteidiger? Alter, hol den Ball runter, spiel ihn weiter. Unnötig, dieses Großkotzige. I don't know. Dann sei mir ein Spiel dazu. Ja, weiß ich nicht. Ich halte viel von Benji, aber das war heute nichts. Goretzka habe ich schon gesagt. Goretzka. Alter, da muss ich mich echt zusammenreißen, ne? Also normalerweise, ja.
Ich weiß ja nicht. Eine ganz, ganz schlechte 3 oder eine 4. Ja. Also wir einigen uns mal auf eine ganz, ganz schlechte 3, weil wir haben 2-0 gewonnen. Aber durch die Aktion bei der Auswechslung eigentlich eine 4. Ja, weil das ist Arschloch. Das ist Arschloch-Denken. Das geht nicht. Ja. Ich meine, nicht, wenn man so eine Leistung gezeigt hat. Wenn man wirklich eine gute Leistung gezeigt hat, ja, kann man das noch verstehen. Hat er aber nicht. Punkt. Erste Halbzeit war er komplett überfordert. Ja, er hat keinerlei Einfluss gehabt aufs Aufbauspiel. Er hat es versucht und es ging alles in die Hose. Ich habe mich gewundert, dass er überhaupt wieder rauskam zur Halbzeit, sage ich euch ganz ehrlich. Ja, hat ein, zwei gute Aktionen auch nach hinten gehabt, aber das war viel, viel zu wenig. Hat ganz viele Aktionen gehabt, wo er nur hinterhergelaufen ist nach hinten, wo Musiala dann nach hinten gearbeitet hat. Also weiß ich nicht. Also, nee. Wie gesagt, ich würde ihm da jetzt gar nicht so unbedingt den Vorwurf machen, weil er ist nicht der super Defensiv-Fighter. Ja, er kommt ab und zu von hinten von vorne mit nach hinten und geht dann auch in die Zweikämpfe. Genau, das hat er heute auch getan. Aber ja, eigentlich hätte er heute den Sechser spielen müssen. Ne? Das hat er nicht hingekriegt. Keine Ahnung. Er war auch keine Positionstreue. Oder die Anweisung war, wir spielen ohne Sechser. Das kann natürlich auch sein. Oder die Anweisung war, pass auf, Jamal, du bist der Sechser und Leon macht das, was er immer macht. Dann ist alles gut. Dann habe ich nicht viel zu kritisieren, außer dass er 20.000 Fehlpässe hatte die erste Halbzeit und nicht wirklich ins Spiel gefunden hat. Aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, vor allen Dingen, weil er dann auch später noch die Anweisung kam, Musiala spielt jetzt vor dem Goretzka, was dann ein paar Minuten lang so war. Ja, weiß ich nicht. Weiß nicht, was mit Leon ist. Auf Krampf will er zeigen oder was? Hat er Angst, dass er Gündogan spielt bei der WM oder was? Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. I don't know. Ja, alles dazu gesagt. King fand ich auf jeden Fall verbessert heute, muss ich ganz klar sagen. Im Gegensatz zu den letzten Spielen hat 1, 2, 3 sehr, sehr gute Aktionen gehabt. Auch eine sehr, sehr gute Flanke, wo der Gnabry den Kopfball nicht wirklich gut gesetzt hat. War eine sehr, sehr starke Aktion. Ansonsten war er sehr bemüht. Was mich gestört hat, war halt auch er, die erste halbe Stunde war er schwach, muss man auch sagen, hat er viele Ballverluste gehabt wieder. Aber umso länger das Spiel ging und auch gerade zweite Halbzeit, war er wirklich gut im Spiel. Aber man hat auch gesehen, dass er sich teilweise sehr zurückgenommen hat in so manchen Zweikampf oder wenn ich mich an den einen Lauf erinnere, wo dann reingegrätscht wird oder im Gegenpressing, hat man schon gesehen, so die Angst schwingt mit und weiß ich nicht, fand ich dann schwierig. Aber er hat mir auf jeden Fall verbessert gefallen, ne? Muss man ganz klar so sagen. Erste Halbzeit war es aber auch schwierig, weil erste Halbzeit ging alles über Kimmich und Gnabry über die rechte Seite, dagegen wenig über Kings Seite, muss man fairerweise auch sagen. Gnabry hat mir sehr, sehr gut gefallen, war der auffälligste in den ersten 30 Minuten auf jeden Fall da vorne. Aber auch sonst hat er mir das ganze Spiel über gut gefallen. Hat zwei, dreimal richtig stark mit nach hinten gearbeitet, genauso wie es sein muss. Hat den Sprint mitgenommen, hat den Zweikampf mitgenommen nach hinten hin. Hat ja auch das Tor gemacht, also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Würde ich heute bei einer 2 sehen. Koman würde ich bei einer guten 3 sehen. Sané würde ich heute bei einer schlechten 3 sehen. Kam gar nicht ins Spiel, ne? Muss man so sagen. Wo er auf 10 gespielt hat, war er absolut nicht im Spiel. Keine Räume, die Schalke haben auch alles dicht gemacht. Was mir gut gefallen hat, er hat halt auch extrem mit nach hinten gearbeitet. Ja? Gerade auch, wenn ich mich erinnere, zweite Halbzeit, wo er dann noch den Sprint mit nach hinten nimmt und da aushilft und den Ball gewinnt. Bärenstark. Wenn man schon nicht gut im Spiel ist, was nach vorne anbelangt, dann wenigstens diese Arbeitsaktion haben und die hat er gehabt. Ja. Von daher kann man ihn auch keinen Vorwurf machen. Nach vorne war auf jeden Fall Verbesserungspotenzial da, aber ja, war ja auch ein bisschen eine Zeit lang raus jetzt. Ist dann halt auch erstmal wieder schwer, den Rhythmus zu finden und so. Musiala, ja, ganz klar der beste Mann von uns auf dem Feld. Ja. Auch wenn er auch die ersten 30 Minuten auch nicht stattgefunden hat, seiner Position geschuldet. Obwohl er da auch stattgefunden hat, aber halt eher so in den defensiven Zweikämpfen, ja, oder mal in den Pässen nach vorne. Er hat übrigens versucht, das Aufbauspiel irgendwie einzuleiten. Ja, aber dann, wo er Positionswechsel hatte, wo er dann auch noch allein auf der 10 war, wo er Raum hatte, Alto Belli. Ja, da hast du keine Worte für. Einfach Phänomen. Ja, würde ich, obwohl er kein Tor gemacht hat, heute auf jeden Fall bei einer 1 sehen. Hat mir super viel Freude gemacht.
war der einzigste richtig aktiv Posten, obwohl Gnabry auch sehr aktiv war vorne, auch Choupo dann zweite Halbzeit. Das Tor war leider abseits, aber allein das Tor, ja, hätte die Note 1 verdient, Alter. Auch wenn es nicht gezählt hat. Choupo, ja. Choupo hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Dann erste Halbzeit war es, ja, erste Halbzeit war das Problem. Wie ich schon sagte, wir hatten kein Aufbauspiel. Es war einfach kein Aufbauspiel da. Punkt. Ja, das war das ganze Problem. Dadurch war vorne alles dicht. Unser einziges Aufbauspiel ging über den Kimmich. Und Kimmich war rechter Verteidiger. Daher ging unser Aufbauspiel über den Kimmich und einen Serge Gnabry. Ja. Das hast du ganz klar gesehen. Ja. Nochmal der Grund, weiß ich nicht, weiß nur der Julian. Choupo würde ich bei einer 2 sehen, hat es dann gut gemacht. Auch er die erste halbe Stunde gar nicht zum Zug gekommen. Ja, dann war es wie gewohnt. Aber erste Halbzeit hat er sich auch extrem weit fallen lassen, weil er kein Aufbauspiel da war. Er war auf einmal in der Mittellinie und hat den Ball dann angenommen und hat versucht, das auch selber aufzubauen. Also es war auch zwei, dreimal zu sehen. Da hast du schon gesehen, es war keiner da, der das Spiel da vernünftig geleitet hat. Und ja, das war schade. Choupo 2, Rhein-Gravenberg, 10 Minuten oder 15 mit Nachspielzeit. Ja, bemüht, aber auch nicht wirklich drin. Hat man in 1-2-2 Kämpfen gesehen, ist natürlich niedergeschlagen, fährt nicht zur WM. Hat sich natürlich den Wechsel anders vorgestellt zu uns und ja, kann man verstehen mal. Paul Wanner hat mir gut gefallen, die paar Minuten, die er da war, hat sich reingehauen, hat viel versucht, hat man auch gesehen, sehr, sehr gute Ballbehandlung, der Junge. Ja, vielleicht sehen wir da mal ein bisschen mehr in Zukunft, aber bei der Konkurrenz schwierig. Sabi hat auch alles versucht, er konnte jetzt auch nicht mehr viel ausrichten. Der Phase, so ab der 70. war eh nur noch Eierschaukeln bei uns angesagt. Viel hintenrum, viel quer, viel Ballbesitz, viel auf Ruhe aus. Was völlig okay ist, es stand 2-0, wir haben das Ding über der Zeit geschaukelt, alles gut. Ja, kam für Goretzka, wie gesagt, die Reaktion von Leon fand ich nicht gut. De Ligt war sofort drin im Spiel, ja, hat sofort da hinten die Posi eingenommen, hat einmal den Upa noch mit abgeräumt, wo der Upa da den kleinen Fehler hatte, weil er ein bisschen gezögert hatte und ja, der Matthias direkt rein, bäm, weggepült hat den Upa noch mit abgeräumt. Ja, fand ich sehr gut, hat mir sehr, sehr gut gefallen, sehr aufmerksam. Stanisic, ja, Stanisic war Stanisic, ja, Durchschnitt. Nicht groß negativ aufgefallen, nicht groß positiv aufgefallen. War okay. Ja, ich denke, damit sind wir durch zum Schalke-Spiel. Ich werde jetzt gerne noch ein Video aufnehmen, wo wir mal so ein bisschen Herbstmeister-Fazit können wir ja nicht sagen, weil es ist ja gerade mal der 15. Spieltag. Nichtsdestotrotz schmeißen wir dann in einem anderen Video mal einen Blick auf die Tabelle und ich gehe mal die Jungs durch und verteile mal meine Noten. Ich versuche zumindest mal eine Note zu finden und werde mal so meine Eindrücke von den einzelnen Spielern sagen. Und dann war es das für mich erstmal. Bis nach der WM. Also bis im Januar wird es zum Thema FC Bayern wahrscheinlich nicht so viel geben. Es sei denn, es passiert irgendwas außer der Reihe. Aber zum Thema WM bin ich raus. Ne, habe ich ja groß und breit schon erklärt. Ich werde die WM ignorieren. Ja, also. In diesem Sinne, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund. Und wir hören uns, wer Bock hat, in dem anderen Video nochmal. Und wer darauf keinen Bock hat, bis Ende Januar. Tschüss.